Wissen Sie, ich habe Sie nie gefragt, warum Sie all diese Bars niedergebrannt haben. Diese Antwort wird bestimmt viele Leute brennend interessieren. Hallo, Leute! Oh, hallo! Smirnoff. Hey, Danny. Entschuldigung, Genosse. Ich bin gerade dabei, Emmett daran zu hindern, den größten Fehler seines Lebens zu begehen. Fehler? Mein größter Fehler war... Das dauert nur eine Minute. Unsere Aufzeichnungspflanze. Es ist aber keine gute Idee, Polizeieigentum zu stehlen. Hey! Wissen Sie, ich habe Sie nie gefragt, warum Sie all diese Bars niedergebrannt haben. Warum? Weil niemand sonst etwas gegen Sie unternommen hat. Edna? Du bist der Brandstifter? Detective Parker? Sicherlich glauben Sie dieser schlecht gemachten Fälschung einer Aufnahme nicht. Ich bin mir nicht so sicher, was ich glauben soll, Ma'am. Aber wegen dieser schlecht gemachten Fälschung muss ich Sie leider bitten, mit aufs Revier zu kommen, um einige Fragen zu Ihrem Aufenthaltsort in den Nächten der Brandstiftung zu beantworten. Emmett? Du bist auf dich allein gestellt, Schätzchen. Oh, sehr gut. Himmel, was ist das? Tja, ich sollte wirklich mal aufhören, immer darauf reinzufallen. Ich will ja nicht herzlos sein, aber heißt das, ich kann meine Erfindung vorstellen? Das interpretieren wir mal als ja. Verehrte Gäste, ich heiße Sie herzlich willkommen. Ich bin Techne, die Muse des Fortschritts, und habe die ehrenvolle Aufgabe, Ihnen einen der brillantesten Denker überhaupt vorzustellen, der sich redlich um ein besseres Morgen bemüht. Ich glaube, das bin ich. Ich bin als Nächster dran. Aber bist du auch bereit? Ich habe keine Wahl. Hast du den statischen Akkumulator mitgebracht? Oh, richtig. Hier ist er. Super! Komm mit! Rauf da! Hat er hart gearbeitet, sich Apparate ausgedacht und sie in seiner Garage... Und wer weiß, einer der Apparate dieses Jungen könnte funktionieren und das Leben aller in dieser Stadt verändern. Könnte es das sein, was er uns heute mitgebracht hat? Es wäre nicht das erste Mal, dass die Welt von einem Kind verändert wird. So müsste es gehen. Sind die Stehlager jetzt alle in hochgestellter Lage? Stehlager. In hochgestellter Lage. Fertig. Dann sind alle Systeme betriebsbereit. Wünsch mir Glück. Das muss ich nicht. Meine Damen und Herren, hier ist Emmett Brown. Einspruch, euer Ehren. Ich verlange, dass die wissenschaftliche Demonstration von Emmett Lethrop Brown abgebrochen wird, da er geisteskrank ist. Es ist eine klare Missachtung mir, seinem Vater gegenüber. Wo ist er? Übergeben Sie ihn mir unverzüglich. Ach, dieser Junge! Emmett, pst! Verrat mich nicht! Ich dachte, du hast keine Angst mehr vor deinem Vater. Wenn er so eine Laune hat wie jetzt, wäre es lebensmüde, keine Angst zu haben. Komm schon, Emmett, du kannst deinen großen Moment nicht verpassen. So zusammengekauert siehst du nicht gerade würdevoll aus. Besser würdelos als tot. Spring einfach in den Levitator und ab geht's. Was soll er machen? Mich mit der Flugabwehrkanone abschießen. Lass mich mit ihm sprechen. Du! Denk nur nicht, du kannst ihn beschützen! Also, Mr. Herr Richter, Sie veranstalten hier eine ganz schöne Szene. Falsch! Ich hindere meinen Sohn daran, hier eine Szene zu veranstalten. Verärger ihn nicht! Also, wenn du nichts sagst... Also ist er da bei dir! Danke auch. Ich befehle dir sofort, da runterzukommen. 4! Ich will mit meinem Sohn sprechen! Emmett ist nicht bereit, direkt mit Ihnen zu sprechen. Ach, mein Gott! Und du bist sein Sprachrohr! Davon gehe ich aus, ja? Wenn Sie erlauben,
Das Problem ist, dass Sie zu bestimmt sind. Sie schüchtern ihn ein. Ich schüchtere ihn nicht genug ein. Das ist das Problem. Sie können ihm das nicht ausreden. Seine Entscheidung steht. So, wenn Reden nicht hilft, dann gibt es eben Prügel. Können Sie beide das nicht später klären? Du meinst, nachdem er seine lächerliche Erfindung vorgeführt hat? Ja. Nein! Nicht weggehen. Ich gehe nirgendwo hin. Du wagst es. Emmett. Ich spreche nicht mit ihm. Es hat keinen Zweck. Vielleicht gibt er dir eine Chance, alles zu erklären. Immerhin ist er Richter. Ja, ein Richter, der sein Urteil schon gefällt hat. Er wird mir nicht zuhören. Das hat er noch nie. Bin gleich wieder da. Also, ist Ihr Mandant zu einer Stellungnahme bereit? Er sagt, es sei zwecklos, mit Ihnen zu sprechen. Sie hören nie zu. Das zeigt nur, wie voreingenommen er ist. Natürlich höre ich zu. Wenn er seine Verrücktheit erklären kann, dann kann ich auch nachsichtig sein. Nicht weggehen. Ich zähle bis fünf. Emmett. Ich spreche nicht mit ihm. Es hat keinen Zweck. Du hast ihn gehört. Er hat gesagt, er hört dich an. Versuch es wenigstens. Vater? Sohn? Du hast mich nie auch nur ansatzweise verstanden. Du willst nur auf mir rumtrampeln und meine natürlichen Instinkte unterdrücken. Du weißt nicht, wie es ist, jung zu sein. Du weißt nicht, wie es ist, Träume und Ambitionen zu haben, die so groß und mächtig sind, dass sie ein Eigenleben führen. Und du deine ganze Kraft brauchst, um Schicksal zu erfüllen. Du schiebst es auf deine Jugend in Amerika. Wenn ich in deinem Alter so gewesen wäre, hätte mein Vater mir eine ordentliche Abreibung verpasst. Du nach Amerika gekommen bist, um dort zu leben, wo es nicht so viele Regeln gibt. Und wir haben geredet. Bist du nun glücklich? Bitte, Sie dürfen Emmett nicht im Weg stehen. Dazu müsste man mir ein überzeugendes oder einfach nur ein schlüssiges Argument liefern. Sehen Sie, Euer Ehren, diese Demonstration ist Emmett einfach unglaublich wichtig. Pfuh, kindisches Gehabe! In 2 Wochen hat er das alles vergessen. Davor habe ich auch Angst. Emmett ist nur... dickköpfig, stur, unnachgiebig, unbelehrbar und versessen. Okay, aber aus einem anderen Blickwinkel betrachtet sind diese Eigenschaften irgendwie positiv. Das ist dein Blickwinkel, junger Mann. Aber ich bin mir da nicht so sicher, ob es der richtige ist. Täusch dich da nicht. Das sind Eigenschaften, die Ärger bedeuten. Wie hat er von so... Hören Sie, Euer Ehren. Sie sehen es vielleicht nicht ein, aber von Emmets Demonstration hängt viel ab. Ein weiterer Grund, warum ich sie verhindern muss. Sieh mir in die Augen, junger Mann. Ich gehe davon aus, dass du meinen Sohn mittlerweile ganz gut kennst. Denkst du wirklich, sein Ausstellungsstück wird ein Erfolg? Sicher. Sicher wird es das. Ha, du weißt genauso gut wie ich, wie das endet. In einem Desaster. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber auch wenn es so ist. Ich meine, gestehen Sie Emmett nicht zu, ein paar Fehler machen zu dürfen? Emmett hat sein Fehlerkontingent für dieses Leben überschritten. Als sein Vater muss ich weitere Fehler verhindern. Emmett versucht nur, sich einen eigenen Namen zu machen. Vielleicht waren die Dinge in ihrer Jugend anders, aber heute muss man Risiken eingehen. Was weißt du über Risiken? Versuch mal, in ein fremdes Land zu ziehen, dessen Sprache du nicht sprichst und mit nur $2 in der Tasche. Sie? Darauf kannst du wetten, denn ich habe es ja auch geschafft. Und wie stand Ihr Vater damals dazu? Papa? Er hat gekocht vor Wut. Er meinte, ich wäre ungehorsam und, Also war Ihr Vater nicht damit einverstanden, dass Sie nach Amerika gingen? Tja,
Papa hat die junge Generation nie wirklich verstanden. Zum Ende hin war er auf einem guten Weg, aber da war es schon zu spät, Sag ihm, ich höre ihn an. Ich will ihn anhören, wenn er reden möchte. Emmett? Spielst du bitte den Friedensstifter, Pollyanna? Okay, er hat eine starke Persönlichkeit. Starke Persönlichkeit? Der Herr schütze uns vor starken Vätern. Warum habe ich kein nettes, weinerliches Weichei als Vater? Tja, aber das ist auch kein Kinderspiel. Das Wichtige dabei ist, Väter können sich ändern. Sagst du? Ich glaube, diesmal meint er es wirklich ernst. Er wird mir nicht zu... Tief in seinem Innern macht er sich nur Sorgen, du könntest dich verletzen. Keine körperliche Verletzung könnte so schlimm sein, wie der psychische Schaden, den ich erleide. Okay. Er sagt, deine Dickköpfigkeit hast du von deiner Mutter. Jetzt reicht's aber. Ihm reicht es nicht, mich zu beleidigen. Er muss auch noch meine Mutter durch den Dreck ziehen. Mutter ist ganz anders als ich. Sie ist sanft und freundlich und endlos geduldig. Wenn, dann bin ich eher wie... Ach, vergiss es! Du wolltest sagen, du bist wie... Vergiss es! Kann es sein, dass du und dein Dad... Nein, Themawechsel! Emmett, sei kein Frosch! Okay, du hast deinen Stolz. Versteh ich. Und er genauso, aber warum willst du nicht versuchen, mit ihm Frieden zu schließen? Er ist deine Familie und die Familie ist wichtig. Manchmal ist sie, naja, wichtiger als... Darf ich heraufkommen? Also, du denkst, meine neue Erfindung endet in einem Desaster? Ja, ja, das glaube ich. Und ich bin hier, um zu verkünden, dass ich, wenn es für meinen Sohn in einem Desaster endet, da bin, um ihn zu unterstützen. Ach, Papa. Du wirst deine Einstellung ändern, wenn du dieses Baby erst einmal in Betrieb siehst. Schau her, das Kraftfeld, das vom statischen Akkumulator erzeugt wird. Marty, gib Trixie das Zeichen. Wir sind bereit. Abzuheben. Oh gut, meine Damen und Herren. Danke, dass Sie während dieser unumgänglichen Verzögerung so geduldig gewartet haben. Und nun ist die Hill Valley Expo sehr stolz, Ihnen Mr. Emmett Brown und seinen elektrokinetischen Levitator vorzuführen. Wahrscheinlich, ich habe gerade nicht hingeguckt. In Ordnung? Ich dachte, ich könnte sie ändern. Es hätte alles anders werden können. Vergessen Sie es. Los, wir müssen einen Weg finden, sie aufzuhalten, nein, bevor... Komm nicht näher! Doc! Geh weg! Aber... Weg! Marty! Oh mein Gott! Doc! Sagen Sie was! Chromium, Lithium, Gallium, Ridium, Titanium, Ruthenium... Ich hole Hilfe!
Zeitung. Sie meinen... Zeitung, genau, die Zeitung von 2000... Wir bringen Sie ins Krankenhaus, Doc. Sie werden bald wieder gesund. Ja. Oh. Ich glaube, ich werde bald gesund sein, Marty. Nein, Doc, bitte, tun Sie das nicht. Gehen Sie nicht. Okay, aber wo ist die Zeitmaschine? Doc, kommen Sie zurück. Doc? Marty, warst du die ganze Zeit da draußen? Emmett, ist das vorbei? Oh ja, es ist vorbei. Du hast eine sehr wilde Party verpasst. Ich fürchte, ich bin für die nächsten 50 Jahre von der Expo ausgeschlossen. Wenn ich du wäre, würde ich auch nicht nochmal hingehen, bis nicht alle Scherben weggefegt wurden. Was habe ich mir nur dabei gedacht? Wahrscheinlich ist er ins Glashaus gestürzt. Natürlich ruiniert der Ionenwind eines Elektromagneten dieser Größe einen lediglich mechanischen Steuerungsmechanismus. Wir brauchen ein weitaus fortschrittlicheres Kontrollsystem. Ich frage mich, ob wir einen Weg finden können, das körpereigene Gravitationsfeld in elektrokinetische Energie umzuwandeln. Dadurch könnte jemand in der Lage sein, den Ionenstrom einfach durch Gewichtsverlagerung zu steuern. Grundgütiger! Das ist es! Alles klar. Was kommt als nächstes? Was ist mit deinem Vater? Oh, ja, ich denke, ich sollte auf ihn warten, bis er mit den Verantwortlichen fertig ist. Er war nicht sehr begeistert von dem unerwarteten Verlauf meiner Demonstration. Aber du hast ihn ja gehört. Er hat verstanden, dass das Leben der Wissenschaft Höhen und Tiefen hat. Das sehe ich so. Diese kleinen Fehler bringen uns voran auf dem Pfad des Wissens. Los, wir dürfen keine Zeit verlieren. Zurück zum Labor und... Entschuldigung, stimmt etwas nicht? Gute Frage. Erzähl ich's ihm jetzt, ja. Das ist eine lange Geschichte. Ich habe quasi gerade jemanden verloren. Oh, wie traurig. Jemand, den ich kenne? Da rief sie ihm jetzt, ja, komm. Es war Carl Sagan. Was? Der Bursche, der versucht hat, mich anzuheuern? Wart ihr befreundet? Merkwürdig. Aber wie... Mach dir deshalb keine Sorgen. Es hat nichts mit dir zu tun. Was? Marty, du bist ein großes Mysterium für mich. Woher du kommst, was du hier machst. Aber eins weiß ich jetzt. Was auch immer es hat etwas mit mir zu tun. Bitte, Emmett, frag nicht weiter. Was ist das? Oh, sag es mir. Ich verlange eine Erklärung. Sag ich es ihm jetzt oder nicht? Das ist schwierig. Ich will kein Paradoxon, wobei wir haben so viele Paradoxen. Komm, der kann auch mal einen positiven Effekt haben, oder? Okay, wie du willst. Was ist das? Eine Erklärung. Aber du musst mir eins versprechen. Sieh erst nach, wenn du den Schlüssel zur Stadt hast. Ja? Emmett! Versprich es mir. Emmett, wo bist du, mein Sohn? Ich bin gleich da, Dad. Schlüssel zur Stadt? Das verstehe ich nicht. Das kannst du auch nicht. Noch lange nicht. Es würde irreparablen Schaden irgendwo anrichten. Versprich es mir einfach. Okay, ich verspreche es. Warte, ich werde dich noch wiedersehen, oder? Das garantiere ich. Emmett! Im Moment ist er da gefangen, er hat ja keine Zeitmaschine. In der sitzt leider Edna.
macht mir jetzt gerade ein bisschen Sorgen. Also, was auch immer die Frau da. Nein, nicht ernsthaft. Wer kommt da jetzt raus? Es hat funktioniert. Doc, okay. Also warst du derselbe, Marty. Witzig, wie einem das Gedächtnis Streiche spielen kann, aber irgendwie hatte ich dich viel größer in Erinnerung. Wie war die Zeremonie? Lang. Du hast eine sehr theatralische Art, Nachrichten zu senden. Das habe ich nur getan, um ihre Zeitachse nicht zu verändern. Sehr clever, aber was machst du im Jahr 1931? Tja, gute Frage. Ich bin gekommen, um sie zu retten. Mein jüngeres Ich? Nein, ihr Ich. Aber dann wurde ihr jüngeres Ich darin verwickelt. Also, sie waren im Gefängnis. Kein Problem, es ist besser, wenn ich es nicht weiß. Lass uns einfach zurück ins Jahr 1986. Außer wenn deine Anwesenheit weitere Zeitanomalien auf... Ich? Niemals, nein. Nun, ich bin immer noch etwas verwirrt wegen... Wo ist er? Wo ist dieser Nichtsnutz von einem Sohn? Er hatte... Wer auch immer das ist... Hast du meinen Arty gesehen? Arty McFly? Genau den. Ich habe einen Anruf von Melvin aus dem Stadtarchiv erhalten. Er meint, dass der Idiot sich mit einem kanadischen Flitsch... Zusammengetan? Geheiratet. Ich schwöre, der Junge bringt seinen Vater noch frühzeitig ins Grab. Also so hat sie ihren Job zurückbekommen. Ugh, er hat die falsche Großmutter geheiratet. Also, Trixie ist nicht meine Großmutter. Und wenn sie nicht meine Großmutter ist, dann bin ich nicht ich. Moment, das war Urgroßvater Willy. Ich habe ihn als Baby gesehen. Er hat mich angepinkelt. Stimmt. Heiliger Strohsack, Doc. Ich werde wieder verschwinden. Beruhige dich, Marty. Du siehst ziemlich stabil aus. Was auch immer das Problem sein sollte, ich bin mir sicher, dass du es mit Hilfe... Das Auto! Na toll. Wie zum Teufel ist die hierher zurückgekommen? Sie? Du. Du bist nicht Edna. Was geht hier vor? Ist das eine Intrige, um mich ins Irrenhaus zu schaffen? Es ist ganz einfach, Danny. Oh, da bin ich mir sicher. Sag mal, habe ich oder habe ich nicht gerade Edna Strickland in diesem Auto verjagt? Nicht genau dieses Auto, aber ein Auto wie dieses. Ein Auto mit der verrückten Angewohnheit, sich in Luft aufzulösen? Nun... Warte. Edna Strickland ist gerade mit dem DeLorean verschwunden. Wenn das Ding so heißt, es machte viel Lärm und dann, bumm, verschwunden. Großer Gott! Okay, sie hat einen Zeitsprung gemacht. Hast du vielleicht eine Ahnung, zu welchem Datum sie gesprungen sein könnte? Nicht die leiseste, Doc. Die Zeitleitungen des DeLorean sind völlig aus dem Gleichgewicht. Sie kann zu jedem Datum gesprungen sein. Oh, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Hoffen wir einfach, dass sie in die Zukunft gesprungen ist. In die ferne Zukunft. Sollte sie in die Vergangenheit Du denkst, sie könnte die Zeit gerade durcheinander bringen? Moment mal, das ist Edna. Natürlich würde sie die Zeit gerade durcheinander bringen. Kann mir vielleicht jemand sagen, was zum Teufel hier... Oh-oh. Okay... Eigentlich wäre das jetzt der passende Moment, die sechste Staffel einzuleiten, aber ich glaube nicht, dass noch... Nein. Haben wir Hill Valley gerade verlassen? Nein, ich glaube, Hill Valley hat uns gerade verlassen. Wie? Etwas muss damit geschehen sein. Vor langer Zeit. Sieh an, sie sehen aus, als hätten sie sich verirrt. Hey, was zum Geier ist das? Oh, das ist nur ein Testfahrzeug. Beachten Sie es gar nicht. Hm, vielleicht können Sie... Ah, ein Dialog. Vielen Dank. Okay,
ich habe etwas überzogen und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann schaltet auch morgen wieder ein. Und bitte denkt dran, heute Abend, heute müsste Dienstag sein, ja, die 9.2. glaube ich, heute Abend 19 Uhr live auf Twitch, mein erster Livestream. Ich hoffe, ihr seid dabei. Denkt daran, was ich in der ersten Folge von der 5. Episode mitgeteilt habe. Also, ihr habt heute nochmal die Chance, euren kleinen Fehler zu korrigieren. Und ich hoffe, wir sehen uns da und ansonsten bis morgen in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dann. Tschüss.